Herr Baumann, die AfD ist diese Woche 10 Jahre alt geworden. Ihr Parteichef hat angekündigt, die AfD werde absehbar in Deutschland mitregieren. Wenn man sich hier umschaut am Tisch, sehe ich nicht so richtig viele Koalitionspartner. Wie stellen Sie sich das vor? Das ist ja eine Frage der Zeit. In Ostdeutschland ist die AfD mittlerweile insgesamt die stärkste Partei, stärker als CDU, als SPD, als Grüne. Das ist so. Und jetzt zeigt sich in der Großstadt, die eher linksgrünes Milieu hat, auch da kommen wir voran. Also sind wir insgesamt, glaube ich, ganz gut aufgestellt. Aber natürlich hat die CDU heute abgeräumt. Man muss sich ja nur kurz anschauen, wie sie das gemacht hat. Sie hat ja beispielsweise wegen der Silvesternacht angefragt im Berliner Parlament die Vornamen, um zu zeigen, das sind Migranten, Muslime und so. Das war ja schon sozusagen wagemutig, denn es waren ja hauptsächlich diese Zielgruppen im Bundestag. Im Innenausschuss ist die CDU zurückgerudert, will damit gar nichts zu tun haben, ist nicht unser Ding. Und in der kommenden Woche, Herr Koll, bringt die CDU einen großen Antrag zur Begrenzung der Migration. Der ist bis ins Detail, 1:1. Die Punkte, die die AfD in den letzten 4 Jahren in eigenen Anträgen eingebracht hat, ich habe ihn hier dabei. Sie hat ihn abgelehnt in der letzten Legislatur, alle Punkte abgelehnt. Grenzen, Grenzkontrollen, Abschiebung, alles fordert sie jetzt. Forderung der AfD, hat aber, als sie an den Hebeln der Macht war, genau das Gegenteil gemacht. Das heißt, hier ist eine große Wählertäuschung auch unterwegs im Moment. Das wird sich aber zeigen. Die Wähler werden sehen, dass das nur Fassade ist. Die CDU blinkt immer rechts und macht ganz was anderes. Ich habe den Antrag dabei. Darauf braucht man in den Details nicht eingehen, weil wir stehen für Humanität und Ordnung. Und uns ist wichtig, dass wir als Land zum Ausdruck